Ich könnte heulen, ernsthaft. Ich könnte einfach nur heulen. Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Anno 1701, der Fluch des Drachen. Ich bin heute wieder alleine unterwegs und ach, pfeif drauf, was soll's. Ich sag's wie es ist, das Ganze ist jetzt nachkommentiert. Und zwar für eine ziemlich lange Zeit. Denn in meiner unendlichen Weisheit habe ich es total verplant, verpeilt und übersehen, dass das Häkchen bei Record Microphone nicht gesetzt war. Ich könnte mich selbst erwürgen dafür. Also bitte, wird alles erledigt. Okay, 1701. Ich habe mit ein paar interessanten Dingen begonnen zu erzählen. Und zwar unter anderem, ihr kennt doch alle meine standardmäßige Begrüßung. Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum jeweiligen Let's Play. Und da war mir das Bild irgendwie zu langsam beim Scrollen. Ich habe es halt umstellen wollen und das war Fail Deluxe. Ach ja, und die Maus hatte keinen Akku. Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, ihr kennt doch alle meine handelsübliche Begrüßung. Und dann gibt es da andere Let's Player und YouTuber. Die machen das so, dass sie bei ihrer Vorstellung ein bisschen länger brauchen. Und zwar wären das, also ein bisschen länger brauchen ist gut, und zwar wären das unter anderem der gute Commander Krieger oder der gute Table Tennis Gamer. Ja, ich habe übrigens nach den Notizen gebaut, dass ich Ziegel und Tabak auf der zweiten Insel bauen muss und dass ich die Nahrung erhöhen muss, und das habe ich jetzt begonnen, die Nahrung zu erhöhen. Und ich will jetzt möglichst eins zu eins die Themen abarbeiten, die ich auch im Let's Play jetzt so abgeredet habe, bevor ich geschnallt habe. Ja, Mikro, da bist du ja. Schön, dass du auch dabei bist. Zum Beispiel CK oder der Table Tennis Gamer, die machen es halt so. Ich muss das Mikro ein bisschen heruntersetzen jetzt, weil ich bin jetzt ein bisschen weiter unten. Die machen es halt so. Sie fangen an zu erklären, CK macht es so. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Und Table Tennis Gamer begrüßt in der Runde so, yo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Und da ist bei beiden jetzt schon der Punkt drinnen, der mich ein bisschen stört. Vorneweg gleich. Nein, ich habe nichts gegen die beiden. Ich schaue bei beiden Videos. Kommt zum Erliegen. Beim Table Tennis Gamer ein bisschen mehr, bei CK ein bisschen weniger. Diese Lehmgrube und die Ziegelei im Stadtzentrum. Ach, der soll doch die Klappe halten. Die Ziegel nicht anderswo herstellen. Ja, gut, danke. Danke, mein früheres Ich, dass du mir diese Last jetzt endlich von der Schulter genommen hast. Wenn ich auf einen YouTube-Kanal gehe und mir ein Video anschaue, eines von dann weiß ich, Opfern war ein Großmeister Schnauze. Dankeschön. Dann weiß ich doch, von wem das Video ist. Genau deswegen schaue ich dort ja. Und wenn es irgend so ein Spast wirklich versucht, ein Video zu klauen, dann fliegt der hundertprozentig auf. Weil A, irgendwo anders werden die Videos vorher veröffentlicht. Und B, man erkennt die Stimme des YouTubers doch. Und wenn da auch nur ein Video vorher bei einem anderen Kanal hochgeladen worden ist, dann ist der Betrüger ja relativ schnell entlarvt. Das geht ja dank YouTube alles relativ leicht. Und ich habe da immer so ein bisschen verarscht vor, wenn ich dann mit damit begrüßt werde, dass ich weiß, wo ich bin. Das ist so wie früher im Fernsehen. Da wurde zwischen den Programmen immer wieder der Sender eingeblendet. Damit ich weiß, auf welchem Sender ich bin. Da gab es keinen Teletext, da gab es nur das Wochenprogramm des Fernsehens so in der Zeitung oder so. 1000 Einwohner haben sich bereits in ihrer Siedlung angesiedelt. Da wird auch jetzt noch regelmäßig das Logo vom Sender eingeblendet, damit man halt weiß, wo man ist, damit man den Sender wieder findet. Das Erkennungsmerkmal, das ist schon klar. Aber gerade jetzt auf YouTube,
wo es diese Möglichkeit gibt, das, das Kanallogo einzublenden, was ich immer mache, von einer Minute weg bis zu einer Minute 10. 10 Sekunden lang das Kanallogo eingeblendet in irgendeiner Ecke. Andere ziehen das ganze Video über durch, was mich ankotzen würde. Also, das ist ein Angebot von YouTube. Da wird man wirklich in jedem Video, dem man dann das aktuelle Logo einblenden kann. Das finde ich super, das mache ich eben deswegen auch. Und wenn mich dann jemand so begrüßt, so mit dem, mit diesem, ja, hallo, schön, dass du da bist. Und dann sagt, ja, ich bin ich und das schon seit 2,5 Jahren, seit ich die Videos mache. Irgendwie ist das ein bisschen Brainfuck, weil, wenn ich dann überlege, ja, ich gehe auf den Kanal, weil ich gerade von ihm die Videos sehen will. Und dann begrüßt er mich in jedem Video wieder, in dem er sich selbst vorstellt. Mir wär's zu blöd. Wir brauchen den Senat, um über euer Anliegen zu entscheiden. In die Wanden, Männer. Und dem ist es anscheinend auch zu blöd zu kapieren, dass der Senat Bevölkerungsstufe 4 oder so braucht. Egal. Damals gab es noch mehr Bevölkerungsstufen. Nicht nur 4, ich glaube 6 oder so. Egal, jedenfalls gab es auch nur eine Siedlung aufzubauen. Jedenfalls, wenn ich das jedes Mal machen würde, und zwar nicht einfach bei jeder Aufnahme, so wie jetzt gerade, hey Hoden, herzliches Willkommen, weil hier ist, hallo, hey Hoden, herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Schieß mich tot mit Absoldus, dann es wäre mir zu dämlich zum Ankündigen, ganz ehrlich, also Ich mach das vielleicht am Anfang von dem Let's Play oder im Koop oder Together Let's Play, wenn ich mit The Dark Gaming oder mit Twain oder mit Derkus oder mit sonst irgendjemandem aufnehme oder Sokrates. Jetzt habe ich bald alle durch. Dann stelle ich die Gäste vor oder die Let's Play Partner, aber ich meine, muss ich mich in jeder Aufnahme, in jeder Folge wieder vorstellen? Ich meine, klar, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt ein Commentary mache oder ob ich meint ein... Meint ihr wirklich, das Auftauchen der Schwarzen Flotte hat etwas mit unserem Herrn Hallqvist und diesem Artefakt zu tun? Nein, er hat die Stadt umsonst einfach so niedergebrannt. Egal. Es ist nicht leicht, etwas über Diego del Toro herauszufinden, außer dass er keinerlei Skrupel zu kennen scheint. Bist du einer von ganz hellen Sorte, oder? Egal, jedenfalls, ich find's halt irgendwo ein bisschen unnötig und, ja, wie gesagt, hin und da kommen wir ein bisschen verarscht vor dabei. Was anderes, in letzter Zeit gibt's immer wieder auf YouTube die Draw My Life Videos. Ich weiß nicht genau, woher es im Original kommt. Ich weiß aber, dass es vor allem im englischsprachigen YouTube sehr seriös und ernst genommen wird. Und jetzt kommt gerade eine Flut an deutschen Draw My Lives. Und ja, also ich sag mal, an die 80% davon sind offensichtlich frei ausgedachte Geschichten. Also, da habe ich gerade im Anno Wiki. Ups. Das kommt davon, wenn man Pedia und Wiki gleichzeitig sagen will. Im Annopedia nachgeschlagen, was mir eine eiserne Ration bringt und was mir das Gildenhaus bringt, habe mich dann dafür entschieden, das Gildenhaus zu erforschen, sofern ich denn mal das nötige Kleingeld dafür habe. Ich spoil das gleich mal. Nein, ich pack's nicht. Die Draw My Life Videos gehen mir mittlerweile echt gegen den Strich. Ich habe nichts dagegen, wenn einer seinen Fans irgendwie nach 100.000 Anfragen den Wunsch erfüllen will, dass er ihnen halt ein bisschen was aus seinem Privatleben erzählt. Oder wie er halt aufgewachsen ist, so in groben Zügen.
Und klar erzählt man da alles ein bisschen anders, als es in Wirklichkeit passiert ist. Das ist mir auch bewusst. Aber so wie es momentan viele praktizieren und man kompletten Scheiß erzählt. Ja, da muss ich kurz mal unterbrechen, weil ich was nachsehen musste. Dann kriege ich einfach eine Krise. Also, das ist, na ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie viel Aufwand teilweise in so einem Drama Life steckt und wie, ja, ich möchte es nicht unbedingt sagen minderwertig, aber wie primitiv dann manche dieser Videos sind, obwohl da eben so viel Aufwand drinnen steckt. Da geht doch irgendwas falsch, oder? Ich meine jetzt nicht die Zeichnungen oder so. Ich kann selbst nicht zeichnen. Bei mir wird das noch schlimmer aussehen. Aber, ja, wie lange ich denn brauche, eine Ziegelgrube zu finden. Also die Ziegelei, das ist ja auch so eine Leistung von mir persönlich wieder mal. Dann habe ich da ganz ehrlich ein bisschen Bedenken, dass das einfach nur irgendwie so ist, es ist Juxtollerei oder ja, schlechten Scherz ausgenommen wird. Und ich meine, im Endeffekt kann es das ja auch nicht sein, oder? Ich meine, wie gesagt, ich weiß, dass das teilweise aus seriöseren Hintergründen entstanden ist und möchte da, ja, wie gesagt, ich kann es bei keinem YouTuber nachprüfen, ob es die reale Story war oder nicht. Außer bei so wahnsinnig tollen Dingen wie bei Ape Crime oder bei Lord Abaddon. Die haben sich da extra viel Mühe gegeben, dass es ja nach einer definitiv frei erfundenen Story aussieht. Wobei bei den Ape Crimes vielleicht noch das eine oder andere Fünkchen Wahrheit drinnen stecken könnte. Da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Aber bei Lord Abaddon bin ich mir hundertprozentig sicher, das ist so 100% frei erfunden. Soll er auch gerne machen, ist ja nichts dabei, aber es ist irgendwie, Kapitän auf der Brücke. Wie gesagt, ich empfinde das irgendwie persönlich als ein bisschen ernsteres Format und dass da quasi es jetzt so derb rumgetrollt wird. Ja, mein Gott, wer es braucht, wie immer halt. Ja, und ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen schade, weil das eigentlich eine Chance ist für die Zuseher, dass sie da ein bisschen was vom YouTuber erfahren können, irgendwas bisschen was mitbekommen können. Wenn es einer nicht will, dass da was vom Leben irgendwie rauskommt, dann soll er kein Drama Life machen. Und dann passt es eigentlich auch. Also, das ist wie damals, als Aiblali beim Interview bei Christoph Krachten war, bei Klicksum, und die Videofrage von Lord Abaddon gestellt wurde, also einem Typen, den er seit seiner Anfängen auf YouTube kennt, oder wahrscheinlich sogar schon länger. Ich glaube, die waren vorher auch schon befreundet oder so. Und, oh, Verzeihung, ja, es ist relativ spät schon wieder. Und ich dachte mir eigentlich nur, ja, nimm's schnell auf und dann passt es, aber nein, ich muss ja das Häkchen vergessen zu setzen. Good job. Den er auch schon Ewigkeiten kennt und irgendwie fand ich es halt dann auch relativ scheiße, weil da war es auch eine Chance, dass dann eine wirklich gute Frage von den Zusehern oder ein paar Fragen von den Zusehern an Aiblali gestellt werden können, die nicht auf eher minusniveaulastigen Antworten beruht, wie es in seinem Ali Tells passiert, sondern doch eher eine seriösere Beantwortung, und dann nehmen die einfach irgendwie so einen Schrott von Lord Abaddon, der halt da irgendwie schon
dicker Freund ist mit ihm und lassen ihn das beantworten. Also, dafür hat Krachten aber auch dann den Kopf hingehalten und meinte, ja, war dumm, passiert nicht wieder. Und ist seitdem, glaube ich, auch nicht mehr passiert. Das kann sofort losgehen. Ja, es war halt damals schade. Und irgendwie so finde ich es ja auch schade. Ich meine, klar, es ist passiert, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln, aber irgendwo ist es halt dann doch auch eine Spur von Verschwendung.